Herzlich willkommen zum zweiten Video dieser Serie Einführung in das Controlling. Im ersten Video haben wir uns mit den Grundlagen der Zielsetzung eines Unternehmens beschäftigt. In diesem Video beschäftigen wir uns nun mit dem Managementprozess der Zielsetzung und Zielverfolgung. Wenn wir nochmal zurückblicken, haben wir im ersten Video gesehen, Ziele sind motivierend, geben Orientierung, wenn sie richtig formuliert sind. Und das haben wir hier in Kurzform noch einmal zusammengefasst, dass Ziele ein kontrollierbares Endresultat beschreiben sollten, dass sie smart formuliert sein sollten, dass wir aber das Problem der Zielpluralismen haben und dass wir die Widersprüche auflösen müssen. Wir haben aber auch schon festgehalten, dass Ziele ohne Maßnahmen reine Wünsche bleiben. Das sind Absichtserklärungen dann. Also wir brauchen eigentlich Maßnahmen, die uns dann den Weg zu den Zielen ebnen. Und dazu brauchen wir auf der einen Seite Ressourcen. Wie viele Mitarbeiter brauchen wir dazu? Wie viel Geld brauchen wir dazu? Wie viel Know-how brauchen wir dazu? Und wir brauchen die konkreten Maßnahmen. Und das heißt, in diesem Dreieck führen wir eigentlich Ziele. Ich möchte bis in 3 Jahren die Umsatzrendite um so oder so viel Prozent steigern, führen wir diese Ziele über in einen konkreten Plan, in Maßnahmen, die auch quantifiziert sind mit entsprechenden Ressourcen und dann entsprechend auch messbar sind. Und bei Planung gibt es heute durchaus Diskussionen. Macht Planung in einem volatilen Umfeld, wie wir es heute haben, wir sprechen gerne von dieser VUCA-Welt, überhaupt noch Sinn oder wäre es nicht einfach sinnvoller, einfach mal drauf loszuarbeiten? Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Missverständnis und Controlling basiert auf einem planrationalen Verständnis, das heißt einem Verständnis, wo wir sagen, durch Planung können wir Dinge besser durchdenken und sind vorbereiteter und führen deswegen ein Unternehmen besser. Planus heißt allgemein flach, glatt, eben oder eben jetzt übertragen, eigentlich deutlich und klar oder überschaubar. Und Planung bedeutet, wenn wir es jetzt nochmal wirklich sauber definieren, bevor etwas begonnen hat, egal ob das ein Projekt ist oder ein Geschäftsjahr, typischerweise mit Planung und Budgetierung sprechen wir in Geschäftsjahren, alle für das jeweilige Vorhaben und seine Ausführung wesentlichen und gegenwärtigen und zukünftigen Bedingungen sowie die von der Realisierung des Vorhabens ausgehenden Wirkungen folgen, so weit wie möglich überschaubar zu machen. Das klingt jetzt Schritt für Schritt eigentlich kompliziert, aber was ist der Kern? Wir wollen uns vorher mit dem, was passieren kann, beschäftigen und was, wenn wir das oder das tun, was denn dann die Auswirkungen folgen sind. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wesentlich. Wir haben das hier in dem unteren Teil, ich springe jetzt zum unteren Teil der Folie, wunderschön formuliert vom Alois Gehlweiler, dem Gründer des Managementzentrums St. Gallen, der in seinem Buch Unternehmensplanung das so schön formuliert hat. Und ein Spiel mit Millionenwerten im Geiste und auf dem Papier ist nach aller Erfahrung stets weniger aufwendig und weniger risikoreich als das unvorbereitete Spiel in der Wirklichkeit selbst. Was heißt das? Dieses systematische Durchspielen hilft uns, Dinge mal durchzudenken. Wenn das kommt, dann könnten wir so reagieren. Wenn das kommt, muss ich anders reagieren. Also von dem her haben wir sicher ein wesentlich besseres Verständnis für die Zukunft und sind vorbereiteter. Wir haben aber keine Garantie, dass es so kommen wird oder dass wir nicht trotzdem etwas übersehen haben. Und Aufgabe der Planung ist es nicht, Unvorhersehbares vorhersehbar zu machen. Das geht einfach nicht. Also wenn ich Sie jetzt frage, wie wird der Ölpreis nächstes Jahr sein, dann werden wir wahrscheinlich, je nachdem, wie viele Menschen ich frage, genauso viele verschiedene Antworten bekommen und keiner weiß genau, wie es ist. Und auch die Experten, ob es jetzt Wirtschaftsforschungsinstitute sind oder die Ölfirmen selbst, wissen eigentlich nicht, wie es nächstes Jahr mit dem Ölpreis ausschauen wird. Wir können aber Tendenzen erkennen vielleicht und zum anderen können wir uns die Frage stellen, was ist, wenn der Ölpreis so tief oder so hoch ist, wie würden wir dann entsprechend reagieren? Was wären diese Folgen und Wirkungen, die wir gehabt haben? Genau das ist es. Wir möchten das, was sichtbar zu machen ist, also dieses Vorhersehbare, so gut wie möglich ergründen. Und wir möchten systematisch verschiedene Möglichkeiten durchspielen. Und auf Basis dieser Beschäftigung mit der Zukunft möchten wir die Chancen so gut wie möglich wahrnehmen und die richtigen Ziele definieren. Aber, und das steht hier mit Plan B auch, wir möchten uns vorbereiten, wenn es doch anders kommt, was tun wir dann? Und es gibt so ein Sprichwort: Es kommt anders, als man denkt. Es kommt aber nur anders, als man denkt, wenn man vorher überhaupt denkt. Und das wäre dieses Durchspielen.
Und hier gibt es ein paar so nette Sprichwörter, also if you fail to plan, you plan to fail. Also wenn man eigentlich schon es nicht schafft, richtig zu planen, ich spreche jetzt von richtiger Planung, nicht nur vom modischen Gruppieren von Budgetzahlen, dann plant man eigentlich ganz bewusst, dass man scheitern wird. Oder man muss sehr gut vorbereitet sein, um dann spontan handeln zu können. Das geht ebenfalls in dieses Plan-B-Thema oder vorbereitet sein. Und es gibt auch so ein schönes Sprichwort, der Zufall trifft den vorbereiteten Geist. Das alles sind eigentlich so typische Statements, die nochmal zeigen, dass die Planung wichtig ist, dass wir aber mit Überraschungen und Zufall in der Unternehmensführung und im Controlling leben müssen. Und wenn wir jetzt diesen Eimerlack des Plansetzens in einen Prozess finden, dann würde der ungefähr so ausschauen. Das ist der idealtypische Führungsprozess von Professor Ulrich von der Universität St. Gallen. Ganz ein altes Modell, das aber aus meiner Sicht nach wie vor sehr gültig ist, typischer kybernetischer Regelkreis. Also wir beginnen mit dem, was wir uns vornehmen, mit den Zielen und den Sollwerten. Wir bestimmen die Maßnahmen. Im unternehmerischen Sinn müssen wir die Maßnahmen dann natürlich auch kommunizieren und anordnen. Dann werden sie hoffentlich ausgeführt und dann beginnt das Erfassen der Ist-Werte. Wo stehen wir denn jetzt? Und dieser Soll-Ist-Vergleich. Haben wir unsere Ziele erreicht oder haben wir eine Abweichung zu dem? Und das ist anders formuliert aus dem Qualitätsmanagement heraus. Man kennt dieses Demens PDCA-Kreislauf mit Plan, Do, Check, Act, wo wir de facto die gleichen Rahmenbedingungen oder Phasen haben. Also wir beginnen wieder mit der Planung, müssen dann umsetzen, schauen dann, wo stehen wir, müssen dann wieder reagieren. Wenn wir im Führungskreislauf vom Professor Ulrich stehen bleiben, dann könnten wir den einfach einmal erweitern und uns schon näher zum Controlling begeben. Man sieht hier auch idealtypischer Führungsprozess in der Headline ergänzt um die wesentlichen Controlling-Elemente. Also der Soll-Ist-Vergleich beinhaltet einmal zwei wichtige Komponenten. Die Abweichungsanalyse, das wäre das, was man wahrscheinlich unmittelbar damit verbindet mit Soll-Ist-Vergleich. Was habe ich geplant, was ist rausgekommen? Und aus dieser Abweichung, die ist schon geschehen, aber kann ich jetzt einmal erkennen, warum ist sie geschehen, was war eigentlich die Ursache? Und in der Klammer steht hier zwei wichtige Unterscheidungen. Das eine ist das Erkennen versus Anerkennen. Also ich kann die Abweichung zwar erkennen, kann sie aber ignorieren und sagen, das wird schon, oder ich stelle mich dieser Abweichung nicht, damit werde ich dann auch nicht entsprechend korrigieren. Und das sollte man nicht unterschätzen, wie viele Menschen eigentlich etwas erkennen, aber dann intern emotional eigentlich nicht anerkennen und dementsprechend nicht rechtzeitig handeln. Und das Zweite ist, der Soll-Ist-Vergleich würde einem Budgetabweichung entsprechen. Und jetzt kann so ein Soll-Ist-Vergleich sehr negativ ausschauen, weil einfach entweder die echte Performance im Ist so schlecht ist oder weil das Budget einfach die Ziele viel zu hoch gestochen waren. Und deswegen haben wir in diesem Soll-Ist-Vergleich sehr häufig auch diese Vorjahresabweichung dazu, weil wenn ich schlechter bin als das Vorjahr, dann habe ich wirklich absolut Performance verloren. Währenddem, wenn ich das Budget nicht erreicht habe, kann es sein, dass ich mich sogar verbessert habe im Vergleich zum Vorjahr, aber halt die Ziele, die hochgesteckt, nicht erreicht habe. Jetzt werden wir das Thema Abweichungsanalyse, also der Blick zurück, warum ist es geschehen? Wo stehen wir wirklich? Dann aber ganz wichtig für eine controlling-orientierte Unternehmensführung, wie wirkt sich diese Abweichung, die wir jetzt nicht verhindern haben können, für die Zukunft aus? Und das ist der Blick nach vorne. Also, und das ist eine positiv formulierte Kontrolle, nämlich die zukunftsorientierte Kontrolle nach vorne. Und auf Basis dieser Elemente werden wir dann hoffentlich entsprechende Korrekturmaßnahmen setzen und versuchen dann die Jahresziele oder die langfristigen strategischen Ziele doch noch zu erreichen. Die Controlling-Elemente in diesem Führungskreislauf sind auf der einen Seite die Planung und auf der anderen Seite die Steuerung. Bei der Planung ist es wichtig, wieder der Link zum ersten Video, das eine sind die Ziele, die wir uns gesetzt haben, das zweite sind aber die Maßnahmen. Wir planen nicht nur Werte, eine Umsatzrendite von, sondern auch, was tun wir dafür. Und das kann ich dann im Soll-Ist-Vergleich schon sagen, welche Maßnahmen haben wir umgesetzt und welche nicht. Und haben wir deswegen das Ziel erreicht, ja oder nein? Und in der Steuerung haben wir auf der einen Seite wirklich diesen Kontrollaspekt, der im Wort Controlling ja irgendwie komisch drinnen steckt, aber oft sehr negative Assoziationen auslöst. Und auf der anderen Seite das wirklich nach vorne gerichtete über den Forecast mit den Korrekturmaßnahmen. Und das wäre dann eigentlich so unser Führungsmodell. Und dieser Kreislauf wird laufend wiederkehrend durchgeführt.
Nämlich immer wieder, und wenn wir jetzt typischerweise das Jahr hernehmen, wir setzen uns Jahresziele und haben dann monatlich diese Vergleiche, diese Solistvergleiche. Das ist so der typische Führungsprozess, wie wir ihn heute erleben.